Marcelino Krämers findet in Diana Svecic seine perfekte Partnerin. Vergangenen September lässt der ehemalige Love Island-Star beim Sat.1 Promi-Boxen die Bombe platzen. Ja, sie sind ein Paar und sehr glücklich miteinander. Im Interview mit Promiflash schwärmen die beiden Turteltauben kürzlich dann nur so voneinander. Sie verraten, dass sie auch nach einem Jahr Beziehung noch unglaublich vernarrt ineinander sind. Und das, obwohl sie fast Tag und Nacht miteinander verbringen. Es ist tatsächlich so, dass es nicht so aussieht. Also wir sind auch, wir sind doch noch sehr verliebt. Es ist wirklich schön. Also wir haben uns echt gefunden. Das ist nicht selbstverständlich. Immerhin suchen beide schon in der Vergangenheit vor laufenden Kameras nach der ganz großen Liebe. Aber obwohl sowohl Diana als auch Marcelino einst bei Love Island mitmachen, ist das heutige Paar zu seinem Verdruss damals in verschiedenen Staffeln des Formats zu sehen. Marcelino begibt sich 2018 in der zweiten Staffel der Kuppelshow auf das Liebesabenteuer. Diana versucht ihr Glück erst ein Jahr später und verlässt sogar mit einem anderen Mann an ihrer Seite die Liebesinsel. Ungeachtet ihrer zwischenzeitlichen Beziehungen mit anderen Kandidaten der Sendung, kommen die beiden Berühmtheiten dann aber doch noch zusammen. Und könnten jetzt nicht glücklicher miteinander sein. Promiflash verrät Diana sogar, dass sie in ihren Marcelino noch verliebter ist als noch am Anfang der Beziehung. Wir haben wirklich einfach zueinander gefunden. Wir mussten zueinander finden, wir haben uns gefunden. Und wenn er 2 Stunden beim Training ist, vermisse ich ihn schon. Auch der in Mönchengladbach geborene Muskelmann findet in dem Gespräch nur positive Worte für seine Liebste. Aber für ihn ist Diana nicht nur seine Freundin, sondern auch noch ganz viel mehr. Wir sind beste Freunde, wir sind Partner, wir sind, wir lieben uns, kein Ehepaar, aber wir sind so ein Paar, ein Liebespaar. Dann sind wir noch Geschäftspartner, also wir haben alles, wir versuchen da wirklich eine große Mischung, eine Kombination. Manchmal sind wir auch Streitpartner, dann gibt es schon manchmal. Das gehört aber auch dazu. Das gehört auch. Wenn die Liebenden dann mal aneinander geraten, kann es dabei sehr stürmisch zugehen, erzählt er. Genauso wie sie intensiv lieben, streiten sie nämlich auch sehr emotional. Dabei kann es sogar schon wegen der banalsten Dinge zwischen den beiden zum Wirbelsturm kommen, wie Marcelino es liebevoll nennt. Es ist dann nach der Versöhnung allerdings umso schöner, wenn sich die Schweizerin und ihr Schatz wieder in den Armen liegen. Also läuft zwischen den ehemaligen Love Island-Kandidaten alles perfekt, oder? Nicht ganz, denn eine Macke kann das Model zu Beginn nicht an dem braungebrannten Hottie ertragen. Es war anfangs, hatte ich Schwierigkeiten damit, dass es ein richtiger Morgenmuffel ist. Und irgendwann ist es halt einfach normal geworden und wir haben auch drüber geredet und so. Und jetzt funktioniert das auch. Dann können die zwei in Zukunft ja ohne Probleme an das gemeinsame Liebesglück anknüpfen.